huhu, hier wieder beim Quali. Wir spielen wieder Magic mit unserem Opferdeck. Und diesmal auf Mittel. Weil leicht hatten wir ja schon, ne? Schauen wir mal, ob wir auch einen mittelschweren Gegner in unserem Deck behalten können. Ja, es ist nicht perfekt. Aber hat ja ganz gut funktioniert. Aha, gleiches Bild. So, wir haben vier Länder wieder. Wir haben einen Leichenschlepper. Feinmechaniker und einen Totengräber. Ich würde gerne eine neue Karte ziehen. Weil das fand ich nicht so geil. Das sehen wieder, finde ich ziemlich gut. Karten behalten. Okay. Oh, das ist sehr gut, diesen Malakir-Coil. Ja, der wird ziemlich gut sein. Wir spielen Sumpf. Scheint ein dreifarbiges Deck mit Schwarz, Weiß und Blau. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich noch Blau dazu nehme, aber es gibt aber Blau irgendwie aus der Kartenzieheffekte noch nichts, was das Deck hier so groß unterstützt. So, wir spielen den Nerf. Den nervigen, gefährlichen Nerf. Erste. Ah, den kennen wir doch. Den Leutnant des Duos. Ja. Der hatte doch noch irgendwas. Erstschlag, okay. Ja, nichts, womit unser gefährlicher Mürren momentan nicht fertig wird. So. Wir spielen aber dann als zweites den Kowler raus. Weil falls wir nämlich jetzt blocken müssen und der Mörder durchstirbt, wird unser Vampir hier stärker. Angreifen tun wir nicht. Jetzt hoffen wir mal, dass er nichts hat, wo das mit dem Vampir jetzt groß interagieren kann. Also er greift uns tatsächlich an. Und wir blocken natürlich mit unserem gefährlichen Mürr. Er tötet uns den Nur. Wir töten dafür den Leutnant. Und unser Vampir wird stärker. Das ist nur für eigene Kreaturen. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil bei dem Vampir. Der Juggernaut kommt ins Spiel. Wenn eine Kreatur, die einen Gegner, kontrolliert. Okay, nur für die gegnerische Kreatur. Das ist natürlich ein sehr großer Nachteil. Da habe ich noch nicht so richtig gut drüber nachgedacht. So, wir spielen ein Gebirge und spielen noch einen gefährlichen Mürm heraus. Der kann nicht, weil der muss angreifen, ne? Das heißt, der ist auch nächste Runde tot. Greifen tun wir nicht. Und damit würde der auf den Dreierstern gepusht. Kontrolliert auch. Okay, der ist dann doch nicht so geil für unser Deck, wie ich gedacht habe. Ja, bestätigen. Der Mürr blockt uns den Juggernaut. Der Mürr stirbt. Aber der Juggernaut auch. Ein bisschen stärker. So. Dann greifen wir erstmal an. Weil wir haben ja jetzt hier schön drei Schaden verteilen können. Und da kommt irgendwas.
wirken, als wenn er bei Aufblitzen hätte. Wenn der Vorbote ins Spiel kommt, kannst du eine getappte Kreatur deiner Wahl, die der Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Ah, das ist fies. Ja. Schlimm, schlimm. So. Wir spielen den Leichenschlepper. Und opfern ihn und holen uns einen gefährlichen Müll zurück, weil der ist einfach stärker als der Leichen. Obwohl, das ist echt blöd. Wir hätten das machen müssen mit Blocken. Ah, und opfern auch einen wohligen Kopf die Hand. Ah, ich hab gedacht, das Spielzeug. Ah, es ist schlecht gespielt von mir. Schlecht gespielt von mir. So, was kann das Wurfmesser? Wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kann das Wurfmesser opfern. Falls du es tust, fügt das Wurfmesser einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Okay. Nett, nett. Eher nicht. Ja, da können wir jetzt natürlich nicht Ding machen, weil ich hab das echt verkackt. Das war nicht so gut. So, den bringt auch auf die Hand zurück. Okay. Holen wir uns jetzt den schon rüber. Ich bin dafür, wir spielen einfach nur den Mirror aus. Und machen wir den Kauler auch wieder raus. Ach, mich ärgert das, der Fehler jetzt gerade. Hat uns sehr weit zurückgeworfen. Er traut sich nicht anzugreifen. Sehr gut. Land. So, 4. Ah, den können wir noch nicht gefahrlos spielen. Dann spielen wir dafür einen Totengräber. Und holen uns noch einen gefährlichen Mirr. Und spielen den noch aus. So. Angreifen tun wir mit dem Müll. Schauen wir mal, ob er den durchlässt. Immerhin ein Schaden. Ja. Durch. Oh, der Gegner spielt auch einen gefährlichen Lur. Das ist ja nett. Und der rüstet das Ding auf den Lur aus. Vier. Nächste Runde können wir ordentlich was machen mit dem. Ein Mürfight hier. Aber er lässt ihn durch. So, jetzt greift er hier an. Und ich würde das gern blocken. Die töten sich gegenseitig. Er tötet den Kauler. Für Team sein Typi. Ah, der Kauler stirbt nicht, weil er ja Punkte vorher gekriegt hat. Ah, sehr schön. Okay. Sehr.
sehr gut. Immer wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, das Ziel eines Zauberspruchs seiner Fähigkeit wird, den du kontrollierst, übernimm die Kontrolle über diese Kreatur. Ah. Ja gut, dass diese... Die Kreatur wird hoffentlich nicht lange hier bleiben. So, braucht man für das Teil hier... Nein, braucht man nicht. Okay. Also, ich spiele erstmal die Blutfluss-Experte. Und dann hole ich mir diese Kreatur. So, und dann geht's los in den Angriffs-Step. Oh nee! Warum kann er das denn jetzt aussuchen? Na, immerhin haben wir ihn auf 8 Lebenspunkte runter. Aber das wäre schon wieder blöd. Ich habe gedacht, ich dürfte das dann auch machen, weil das Ding. Kannst du eine Kreatur in der Wahl des Besitzes zurückbringen? Ja. Kauner. Dadurch wird er zum Gegner rüber. Kommt aber trotzdem auf meine Hand zurück. Schlechtes. Schlechtes. So. Lebenspunkte vergeben wir nur. Vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Lebenspunkte können wir dem Gegner machen. Drei Lebenspunkte runter. Hat noch diese gefährliche Kreatur da. Er greift mich an. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Das ist eine richtig, richtig krasse Kreatur. Finde ich gut. Ja, blocken bringt nichts. Ah, der Spielfehler regt mich an. Ja, wir ziehen nichts super Gutes nach. Ja, den wird er einfach übernehmen. Wir hauen ihn einfach mal auf 2 Lebenspunkte runter. Ich werde einen Teufel tun und den von Paula spielen, weil... Alter. Den wird er jetzt entweder übernehmen oder einfach ignorieren. Aber ignorieren kann er ihn eigentlich auch nicht. Ja, er zerstört ihn einfach. Hat jetzt aber auch keine Handkarten mehr.
einmal den Übernehmensspruch. Wenn ich den jetzt wieder vom Deck ziehe, dann ist alles so. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn. Opfer eine Kreatur, zerstöre eine Kreatur. Das ist gut. Spielen wir den. Opfern den. Zerstören. Zerstören den. So, nochmal. Das heißt, bestimmte Kreatur, die zerstört werden soll. Wieder. Und bestimmte Kreatur, die auch. So, jetzt ist die schon mal aus dem Spiel. Immer wenn der Drachen oder eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur oder einen Gegner kontrolliert. Okay, auch sehr nervig. Drei, drei Fliegen zur Art. Und nächste Runde sind wir noch nicht ganz tot, aber genau. Land. Ich glaube, das Spiel verlieren wir als erstes Spiel. Nein! Das ist nur, weil ich diesen komischen Fehler gemacht habe. Ja einschüchtern. Wir greifen mit allem an und drei Kreaturen auf einmal kriege ich auf jeden Fall nicht weg. Ich könnte jetzt höchstens den roten Spontanzauber ziehen. Und damit das Spiel noch gewinnen. Das wäre jetzt krass. Oder den. Ja, der tut's auch. Krass, gewinnen wir das Ding noch. Das war echt Glück. Das war Glück. Direkt ein schweres Spiel hinterher, weil das fand ich jetzt schon ziemlich cool, ziemlich krass. Da waren schon einige Sachen drin, die ordentlich waren. Im Gegner. Der Gegner beginnt mit der Partie, wir haben keinen Land auf der Hand. Man behalten, ist aber echt nicht so ein besonders gutes Zeugs, was wir hier auf der Hand haben. Ja, getappten Spiel sind. Ne, der Gildeneingang kommt nur getappt. Hier kommt immer getappten Spiel. Falls ich keinen Sumpf und kein Gebirge erhalte. Okay. Gut. Dann spielen wir den. Ansage. So, dann spielen wir den. Einen Goblin. Ja. Wenn er jetzt angreift, nehme ich den Schaden, glaube ich. Ja. Nehmen die. Locken überspringen. Schaden zufügt. Ja, okay. Sehe ich ein. Viele defensiv starke Kreaturen. Schaue die obersten vier Karten der Bibliothek. Okay, Hand, bis zu ziehen. So, wir
Wir spielen noch einen Block Brandstifter. Und egal, was da jetzt angreift, wir können es töten. Er greift trotzdem an. Okay, den wollen wir nicht töten, wir wollen eher den töten. Block bestätigen. Nicht, dass der Gegner Karten zieht. So, und der ist jetzt gleich hin. So, und dann kommt ein Einschüchtern. Okay. Den kennen wir jetzt ja nur auch schon zu Genüge vom Gegner. Okay, kommt auf jeden Fall immer getappt ins Spiel. Die Blutflussexpertin. Mal sehen, ob sie überlebt. Angreifen tun wir nicht. Er greift mit dem an. Dann lasse ich durch. Zaubert eine Kreatur, die greift immer an und hat plus 2 plus 1. Und wenn ich stirbt, kann ich das Zeugs aus. Okay. Gut, dass wir jetzt den hier spielen können. Her damit. Leider zählt das dann, glaube ich, nicht für uns. Weiter. Angreifen bei Oma. Stiften. 7 Schaden für den Gegner. Und weg mit dir. Land haben wir schon gespielt, geht weiter. Ich hätte das Tapland spielen müssen. War nicht so gut. Wir brauchten eh nur die 4 Mana. Oh, die sind stark. 2 farblose Fopter und die können Schaden schießen. War nicht so gut. Wir müssen schnell weg. Stifter, den wir uns wiederholen können. Er kann uns die Blutflussexpertin relativ einfach wegschießen. Wir ziehen mal 2 Karten. Also 4 Karten dürfen 2 behalten. Ja, der ist gut. Der ist auch gut. Den behalten wir und den behalten wir. Die Mills weg. Aber die kann ich wiederbeleben. Weiter. Schauen wir mal, was er macht. Einen Angriff von denen hält die Blutflussexpertin aus. Und er braucht 6 Mana dafür. Er hat momentan 5, wenn er keinen Mana rausspielt. Da ist ein Mana. Verdammt. Ein rotes und auch 2 rote. Weil dann kann die auf jeden Fall töten. Aber er hätte dann auch keine Fopter mehr. So, die Fopter kommen. Aber er kann sie nicht töten. Ich könnte sie. Ja. Mal gucken. Noch ein Flieger.
das Ganze jetzt am geschicktesten. Erstmal spielen wir Mana aus. So. 4 Mana. Dann nehmen wir die Kontrolle von dem. Von dem weg. Die Kontrolle. Mit dem Zwillingsblitz schießen wir gleich. Der Flieger greift an. So, dann opfern wir den Flieger. Die beiden gleich für uns wieder auferstehen lassen im nächsten Zug. Um die Fopter zu kontern, die Gegner. Kommt da jetzt noch Böses? Wieder ein 3-3 Flieger. Okay. Diesmal können wir ihn leider nicht übernehmen. So, wir spielen aber die Auferstehung und holen uns Pia und Kieran La. Zwei Fokter. So. Dann spielen wir hier noch den Leichenschlepper raus. Und sind erstmal fertig. Aber wenn er jetzt mit dem angreift, würde ich den sogar doppelt blocken. Und mit dem Goblin töten. Das ist es mir, glaube ich, wert, einen Flieger da wegzukriegen. Einen Fopter kriegen wir noch über den Land. Okay, macht er nicht. Sehr gut. So. Können wir ihn töten? Wir können 12, 4, 6 Schaden machen. 7 Schaden können wir ihm machen. Noch können wir ihn nicht töten. Wir spielen erstmal den. Erstmal auf Go. Angreifen wollen wir momentan auch nicht. Ah, da ist dieses Verzauberung auf den Flieger. Block bestätigen und Opfer getötet. So. Das bedeutet jetzt, glaube ich, dass ich gewonnen habe, wenn ich das richtig sehe. Er hat 3 Blocker. Zwei, also wenn er die stärksten blockt, hat er 4 weg. 2 weg, 2 weg. Kommen noch 2. 3, 4, 5 durch.
Und dann kann ich noch 3 kostet das, oder? 5 kommen durch. 6, den 6. schießen. 7, 8, ja. Müsste reichen. Weiter. Ein Angreifen. Was bin ich denn für Tappen? Nee, das bin ich. Verhalten. Okay, der große wird geblockt. Der wird geblockt. Auch klar. Der wird geblockt. Dem. Okay. Dann muss ich sagen, opfere ich den. Nächste Runde ist er dann tot. Falls er jetzt nicht noch voll die krasse Scheiße am Start hat. Ja, 5 Schaden ist dann mal. Ah, 7 Schaden. Ja, den unten kann ich blocken. Bestätigen. Das sind mal knappe Kisten hier. So, jetzt hat er aber nichts mehr, was er hat keinen Blocker mehr. Keine Karten mehr. Die Spiele ist unser. Gehen wir mal in den Store und holen uns mal 2 Booster. Und hoffen mal, dass da was Tolles drin ist. Und öffnen das Ganze nochmal. Noch ein Aura-Schöpfer. Könnte man sich ja fast schon so ein Aurendeck überlegen, aber wir haben nicht so geile Auren. Ich hatte das auch schon mal in Betracht gezogen. So, was haben wir hier? Den kennen wir auch schon. Geist, außer fliegende Kreaturen mit Reichweite kann er nicht geblockt werden. Auch nicht schlecht. Solange du eine Verzauberung kontrollierst, erhält der Ritter +1/+1 zum Lebensfluch. Lebensverknüpfung. Entschuldigung, ja, okay. Bringe Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter der Kontrolle ins Spiel. Ins Spiel, ja. Das ist dasselbe, was wir sowieso schon haben. Und falls ich 2 oder mehr Spontanzauber oder Hexereien in den Friedhof bringe, kommt die Kreatur mit +1/+1 mal ins Spiel. Also die werden wir auf jeden Fall reintun gegenüber dem anderen. Weil ich glaube, das war ein Spontanzauber. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss gleich mal nachgucken. Und immer wenn ein Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt, erhalten Kreaturen den Punkt +1/+1. Nicht so super krasse Kacke ist. Schauen wir mal, was gibt's noch?
uns höllische Narben gibt es. Verzauberte Kreatur, +2/+0. Und wenn diese Kreatur stirbt, ja, ist okay. Erhält +1/+0. Also pumpbar. Sehr gut. Eine Kreatur deiner Wahl kriegt +2/+2 und sie kämpft gegen eine Kreatur, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Grüner Removal. Ein Meteorit. Eine Kreatur einem Spieler 2 Schadenspunkte zu, erhöht einen Mana-Vorrat um einen Mana einer beliebigen Farbe. Okay. Ja. Aufblitzen. Kannst du eine Kreatur tappen oder enttappen? Ja, der ist gut. Bringe alle bleibenden Karten, die keine Länder sind und deren umgewandelten Mana-Kosten X oder weniger betragen, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ja, kann gut sein. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quad. Tschüss.